Naja, zuerst muss man sagen, dass wir die erste Halbzeit tatsächlich verschlafen haben. Das, was wir uns vorgenommen haben, konnten wir nicht so umsetzen und konnten halt den Zug zu den Gegenspielern nicht ganz aufrechterhalten und dementsprechend lagen wir 1-3 zurück. Und dann musste man zu Hause natürlich auch noch eine Schippe drauflegen, das haben wir getan und konnten das dann auch in Tor umwandeln tatsächlich. Naja, am Ende hat den Unterschied ausgemacht, zum einen der Freistoß aus 18 Metern, wo der Gegenspieler selbst noch sagt, dass es kein Foul war. Das ist eine unglückliche Situation. Den muss man dann halt natürlich auch erstmal so machen. Gut, dann konnten wir nochmal den Ausgleich erzielen. Hätten wir, ich tatsächlich persönlich, habe ihn da nicht verwandelt. Und dementsprechend haben wir hinten aufgemacht. Und dann ist es natürlich einfach für Cordy da noch den Konter abzuschließen zum 5-3. Wir freuen uns natürlich, dass wir jetzt 12 Punkte aus 4 Spielen geholt haben. Aber die Saison ist noch lang, da kann alles passieren. Deswegen dürfen wir uns drauf nicht ausruhen und einfach weitermachen. Nein, wenn wir gewinnen, dann bin ich generell immer zufrieden eigentlich. 2 Tore sind auch natürlich schön, wenn man dazu was beisteuern kann. Aber jetzt, dass ich 2 Tore gemacht habe, ist eigentlich irrelevant. Doch, ich bin sehr zufrieden. Wir haben schon hier gegen einen schwierigen Gegner ein Auswärtsspiel 3 Punkte geholt. Ich war nicht zufrieden, dass ich schon hier leichte Fehler und hier 3 Gegentore kassiert. Aber ich wusste, dass es in Rügenbergen hier ist, es ein schwieriger Gegner. Und ja, wir haben Fehler gemacht, wir haben eine junge Mannschaft, von Fehlern lernen wir, aber ich bin doch zufrieden. Also mehr als 3 Punkte oder mehr als alle Siege reinzufahren, gibt es ja nicht. Also darum ist das nur ein Spiel. Nächste Woche geht es wieder auswärts. Der Mannschaft arbeitet hart, er hat eine höherintelligente Kader, haben wir schon gute, intelligente Jungs. Das ist schon sehr viel arbeiten und ja, das ist nur ein Sieg und dann geht es weiter nächste Woche.